Mittlerweile ist vom Gefühl her Inter schlimmer als Labs, was Hacker angeht. Könnte ich mir gut vorstellen. Also ich meine, die Hacker müssen ja auch so langsam auf den Trichter kommen, dass sich Labs einfach nicht lohnt. Es lohnt sich halt einfach nicht. Du kannst halt wahrscheinlich besseres Geld auf Interchange machen. Würde ich jetzt wirklich tippen. Jean-Claude, was geht, Mann? Moinsins. Na, SA. Naja, das wird keinen Spaß machen. In SA zu fighten, habe ich jetzt echt keinen Bock, um ehrlich zu sein. Da habe ich jetzt nicht so wirklich Bock drauf, to be honest. Wo ist der SA-Boy hin? Ist der... I don't know. Ich kann mir gerade nicht wirklich erklären, wo der SA-Boy hin ist. Sehr komisch. Ja, hört sich halt wirklich nach Interchange an, ne? Das hört sich nach einem typischen, typischen Run of Interchange an. Sehe ich nichts. Alter, wie will der noch schlucken? Da ist scheinbar ein bisschen mehr los. Also wir haben wahrscheinlich noch einen irgendeinen 9mm Boy, denke ich mal, im Eastwing, wenn ich das richtig gehört habe. Was genau es war, I'm not sure. Aber irgendwas müssten wir noch im East haben. Weil die haben ja gerade gefightet. I believe I can fly. Wir müssen hier mal ganz kurz ein bisschen schwitzen. Das ist auf jeden Fall ein Duo, ne? Hab ihn gesehen. Puh, das war mir ein bisschen zu eng. Hat mich wieder der Stutter Step fast gekillt. Da war es wieder der Stutter Step fast, ey. Mann. Ein Killer sieht auch nicht mehr so gut aus. Nee. Eieiei. That's not good. Meine Toilette. So, gehört jetzt mir. Das ist meine. Da müsst ihr jetzt so rumstehen hier. Und da ist die SA. Ich habe gefunden. Kann das sein, dass sie noch nichts großartig gelootet haben? Ich will den Boy halt noch looten. Ist halt ein Full Juice. Ja, haben halt noch nichts gelootet. Hm. Okay, ich dachte, da hätte ich gerade einen Sniper gesehen. Ein kleiner wichtiger Clip für dich. Der nächste Gegner von Two-Twisted TV bei den nächsten Streamer-Battles wird sein Laceless. Bang, bang, bang. Ja, gut. Man wächst mit seinen Aufgaben, nicht wahr, Freunde? Holy shit. Alright, interesting. Einfach der nächste von Nico auseinandergenommen. Lass erstmal gucken, bitte. Ich möchte jetzt nicht einen auf Conor McGregor machen, so. Also, es wird anstrengend. Aber wir werden sehen. Wo kommst du denn jetzt her, Mann? Wer bist du, Mann? Was machst du jetzt erst im Resort? GG's. Du bist ein bisschen zu spät. Wir wollten wahrscheinlich nur Scaps farmen. Wollte jetzt gerade nochmal eben kurz vorbeischauen. Nach, was wollte jetzt gerade nochmal gucken. So nach dem Motto, ja, können wir hier noch was abgreifen? Haben die noch ein bisschen Loot übergelassen, was man gucken kann? Ja, und dann komme ich halt um Ecke. Guten Tag. Bims. Guten Tag. Bims. Er ist halt auch voll Juice, ne? Pure 8 Meister, ja moin! GMCA open up. Belastend.
Wie krass, ich bin overweight. Das ist auch schon lange nicht mehr passiert. Kann ich noch Stamina regenerieren? Nein. Belastend. KFC Filet Bucket, Maiskolben und Krautsalat. Hast du gerade vor dir stehen oder was? Alter, ist diese Schokolade geil. Mh. Oh, fett. Mh. Boah, Alter. Oh, Chat. Mh. Oh. Mh. Alright. So, jetzt geht's mir besser. Kann mir einer sagen, wie der das überlebt haben soll? Den Spray? Wie will der den Spray dann bitte überlebt haben? Was soll denn der Schwachsinn? Uff. Alright. Hat er jetzt nicht gerechnet. Freunde, wir sind bei 2000 Klicks auf dem neuesten YouTube-Video. Und wir stehen kurz vor den 2500 Subs. Ich glaube, das neue Video lässt sich von der Performance her ganz gut sehen, oder Chat? Was sagt ihr? Das ist, glaube ich, ist ganz in Ordnung. Geil. GG, you trash kid. Christina, danke für die 100. Support ist kein Mord. Man merkt, wie viel Mühe du dir gibst. Das darf man mal belohnen. Ich versuche mein Bestes. Von Tag auf Tag aufs Neues. Sprachen lernen, Bubble. Um Tag auf. Kobi. Kobi. Die ist aber so zuckermäßig geflogen. Bits, Alter. Uff. Ich bin im Inventar. Aber danke für die 333. Tanzberli, Mann. Dankeschön für deinen gegifteten Sub. Ashaya, dankeschön für die ganzen Biddies. Eieiei, ey, Leute, vielen, vielen Dank für den Support. Ohne Scheiß. Dankeschön. Ey, Leute, ihr müsst wirklich anfangen. Ja, hallo! Ihr müsst den Stream refreshen, bitte. Hier, warte, komm. Ich schmeiß euch die Nate nach drüben, ja? Da. Okay, oh no, okay. Oh, ja, okay. Alright. Jetzt Tapper. Wow. Okay. Das war minimal eng. Ich hätte die Muni wird langsam eng. Ich finde es so, ich finde Muni eigentlich immer ganz nett, muss ich gestehen, um so Munition zu haben und so.
verstehe Zillamus. Also ihr macht's mir wirklich nicht einfach, wisst ihr das? Aber ihr macht's mir wirklich nicht einfach. Alter. War das anstrengend. Mann. Nimm nur das Rig mit. Ich habe jetzt schon 72 Kilo, Meister. Soll ich nie wieder aus diesem Raid rauskommen? Ist aber auch gerade ein Fettsack hier, der Boy, ne? Ein TR-Filter gönnt halt, ja. Und da liegt Moonshine. Ach, ernsthaft jetzt? Jetzt wieder hoch. Habe ich ernsthaft den Moonshine verpasst? Get fucked. Mein Moonshine, Alter. Niemand mumbelt mich mitten in einem Fight an. Das darf nur ich. Sack. Richtig frech geworden, der Boy, ey. Fängt auf einmal an zu mumbeln mitten im Fight. Als hätte er den Fight gepachtet. Was denkt der, wer der ist? Unglaublich. GG's. Hat er schön rotiert, der Boy. Aber ich hab den noch nicht gehört, ne? Das war ein richtiger Sneaky. Ich bin so fett, ich schaff den Jump darüber noch nicht mal mehr. Was muss man mal ein Healing haben, um sich so schnell mit dem Grizzly zu heilen? Nichts. Du machst einfach Linksklick, wenn du fertig bist mit dem Heal. Beim Grizzly fällt es extrem auf. Du kannst tatsächlich die Heal-Animation canceln, weil du schon vorher komplett hochgeheilt bist. Du kannst einfach die Animation canceln, ne? Also du kannst einfach das Heilen abbrechen, indem du Linksklick oder Rechtsklick drückst in der Animation. Damit cancelst du die Animation und hast früher wieder alles parat. Es sei denn, du hast eine Blutung oder einen Bruch, dann musst du die Animation komplett durchziehen.